So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das ist auch ein, ich hätte beinahe gesagt, schwachsinniges Video, aber ist es ja nicht. Es ist mehr ein Feststellungsvideo. Warum? Ich öffne in diesem Video 10 brandneue und aktuelle Lego Ninjago Heldenpower Wundertüte Nummer 11. Ja, das ist die Nummer 11. Da ist einer, zwei coole Figuren drin, einer etwas weniger cool und die anderen, die brauche ich nicht, will ich nicht. Also, dieses Kombo, was von hier Mitte bis nach rechts oben geht, die drei, sind mega cool, besonders die Schlangenköpfe, wisst ihr ja, ich mag sie. So, ich habe natürlich schon ein Video gemacht über die neue Helden-Power-Wundertüte Nummer 11. Sie kostet ja 6 Euro. Jetzt sagen viele, oh, ist 1 Euro billiger geworden. Ja, die Nummer 10 hat 7 Euro gekostet. Ist in dem Fall günstiger geworden. Um 1 Euro. Nur das Geld. Aber der Inhalt ist teurer geworden. Warum? In diese Wundertüte hatten wir 3 Magazine, 3 Extras. Zwar Extras, die der ein oder andere von euch nicht mehr brauchte, genauso wie ich. Es gab es aber 3 Minifiguren. Und dann, wenn ihr das umrechnet, ist diese hier doch wieder teurer. Ich glaube, hätten die hier 3 Stück drinne gelassen und wieder teurer gemacht, dann wäre die bei 7,99 Euro, 8,49 Euro angekommen. Ich glaube, dann hätten die so gut wie gar keine mehr verkauft. Weil die meisten Figuren hat jeder Sammler. Hat jeder vielleicht auch eine kleine Armee, außer ich übertreibe es ja immer gerne viel, aber die beiden sind wirklich cool, Schlangenköpfe mag ich. Und das wollten sie eben nicht machen, 8 Euro für so eine Wundertüte. Also haben sie lieber eine Figur rausgenommen, haben 1 Euro günstiger gemacht, der ein oder andere sieht sofort, oh, kostet nur noch 6 Euro, ist billiger geworden. Ist es aber in dem Falle nicht, sage ich immer wieder. Der ein oder von euch hat es mir auch schon in den Kommentaren geschrieben. So, und jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brandneue und aktuelle Lego Ninjago Helden Power Wundertüten. Warum mache ich das? Um euch zu zeigen, welche Figur ihr immer drin haben werdet. So. Bei 10 Stück kann man ruhig eine gute Quote rausziehen. Ihr seht, was alles drin sein kann. Der ein oder andere weiß es von euch vielleicht schon. Hat sich auch schon eine oder vielleicht auch schon mehr Wundertüten gegönnt. Schreibt es mir weniger, aber für alle anderen Zuschauer. Natürlich in den Kommentaren, ob ihr das Gleiche drin hattet, wie ich jetzt gleich. Oder was ganz anderes. Dann weiß da eine, der möchte vielleicht noch den Schlangenkopf für unter Wasser. Ist auch mega. Oh, den möchte ich haben. Und wenn er jetzt, sage ich mal, 8-mal in 10 Wundertüten drin ist, dann ist er fast immer dabei. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt an, die 10 neue, brandneue und aktuelle Helden Power Wundertüten zu öffnen. Hier haben wir ein eingepacktes Magazin. Der ein oder andere kennt die Rückseite. Ist eine limitierte Karte vorne dran. Die Ninjago. Nein! Ich sag mal so, ich brauche die ganz bestimmt nicht mehr. Der ein oder andere weiß es. Dann eine limitierte Karte der Lego Batman Serie. Naja, möchte ich jetzt nichts mehr zu sagen. Eine lose limitierte Karte ist immer da drin. Müsst ihr aufpassen, schmeißt sie nicht weg. Es ist immer eine lose drin. Und jawohl. Ihr seht es, Schlangenkopf unter Wasser. Perfekt. Das war das Lego Ninjago Magazin Nummer 82. Ich fand es richtig cool, wieder Figuren zum Auspacken und Zusammenbauen, weil solche Art von Bösewichter, die ich mag, baue ich sofort zusammen und komme bei mir in eine extra Kiste rein. Aber der eine oder andere weiß es. Es ist einfach eine coole Bösewichtfigur, wo ich mir auf jeden Fall eine Armee von vorstellen kann und auch schon habe. Kommen wir nun zur zweiten.
Rückseite bekannt schwarze Ninjago-Rahmen. Also, zwei Stück schon aufgemacht. Ihr könntet jetzt erahnen, wo die Reise hingeht. Aber da gucken wir mal nach. Limitierte Karte. Die gleiche oder selbe ist nämlich die LE4. Immer gut. Und jetzt. So. Jetzt bin ich ehrlich zu euch. Ist natürlich richtig cool für mich, weil ich den mag, den Unterwasserschlangenkopf, dass der immer dabei ist. Aber wurden davon so wenig Magazine verkauft, dass die jetzt eine ganz neue, alles in Wundertüten hineinpacken? Weil da hätte ich doch gedacht, der ein oder andere von euch, der mag den auch und hat sich davon eine Armee gegönnt. Das dazu. Dritte. Ich hole sie gleich beide raus. Limitierte Karte ist eh immer dieselbe. Und ihr seht, das gleiche Konvolut wie die ganze Zeit. Die Ninjagoerin. Limitierte Karte, Batman-Serie. Robin. Und Schlangenkopf unter Wasser. Ist in meinem Fall perfekt. Und ihr habt auch bis jetzt gesehen, wenn ihr den noch braucht oder wollt, brauchen tut man sowieso nicht. Wenn ihr den noch wollt, weil ihr euch auch eine kleine Armee zusammenstellen wollt, dann könnt ihr euch die Wundertüte gönnen. Er ist bis jetzt immer bei mir drin gewesen. Mal gucken, wie es weitergeht. Limitierte Karte beschädigt, aber nicht die schwarze Ninjagoerin. Und jetzt limitierte Karte. Da ist er. In Ordnung. Hier den Müll so ein bisschen hier drin. Aber ehrlich gesagt, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der Schlangenkopf, also der Wasserschlangenkopf, immer dabei ist. Weil da ist doch eine coole Figur, finde ich, in dem Sinne, dass davon sehr viele Magazine mehr verkauft worden sind. Aber so einfach kann man sich täuschen. Aber ich habe ja noch ein paar. Aber dass die noch so oft dabei ist, weil die ist doch in jede Wundertüte bis jetzt, die ich aufgemacht habe. Ja, das ist so, dass davon noch so viele Magazine gibt. Hätte ich nicht mit erwartet. Und das sowieso nicht. Ah, der Kleber. Da haben sie die Magazine und die Extras schon in Tüten eingepackt. Und dann machen die doch noch so viel Kleber dran. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir sowieso jetzt in die Kommentare. Und, jawohl, das gleiche Konvolut. Also ihr seht jetzt, man kann wieder draufschreiben, was man will, was drinne sein kann, wenn es doch immer das gleiche drinne ist. Aber bis jetzt stört mich das nicht.
Aber ich habe ja noch 4 Stück. Es könnte sich ja mal was ändern. Nein, in diesem Fall noch nicht. Aber das mit die schwarze Ninjago-Rennen, dass die noch so oft existiert, das ist wirklich Wahnsinn. Ihr kennt, wie viele Wundertüten ich aufmache, auch verschiedene Wundertüten. Und sie ist bis jetzt immer am häufigsten dabei gewesen. Das irritiert mich. Die müssen ja eine Fehlproduktion von diesem Magazin gehabt haben. Puh, seit Jahren. Haben den Automaten so falsch eingestellt. Statt 100.000 eine Million hergestellt. Aufpassen, immer eine limitierte Kartenhose drin. Das verstehe ich nicht. Aber die schwarze Armee kann ich mir locker davon machen. Obwohl ich bei ihr kann ich mir das wieder weniger vorstellen. Ich weiß nicht warum. Anderen Gesichtsausdruck, also einen anderen Kopf. Dann passt das schon wieder. Ich muss mal eben ein bisschen drücken. Weil die Folienverpackung nimmt doch schon einen ganz schönen Berg ein. So, 2 Wundertüten habe ich noch. Jetzt kommt die 9. Helm Power Wundertüte. Ups. Nehmen wir die Karte. Runtergefallen, ist aber eh beschädigt. Boah, gleich wieder zur Mülltonne gehen und alles sortieren. Das hält gleich wieder auf. Und dann noch die ganzen 10 Tüten beschädigt. So, und hier ist sie nun. Die 10. und letzte brandneue und aktuelle Lego Ninjago Helden Power Wundertüte Nummer 11. Für 6 Euro. Aber ihr kriegt eine Figur weniger. Also, jetzt schreibt ihr mir, ist es teurer geworden, ist es nicht teurer geworden, ist zwar jetzt 1 Euro billiger, aber es fehlt auch eine Figur. Das dazu. Wie gesagt, 6 Euro, das bedeutet 3 Euro für die Ninjago-Rennen, 3 Euro für Schlangenkopf unter Wasser. Dazu könnt ihr noch 2 limitierte Karten abziehen. Die Magazine hat der ein oder andere von euch schon ein paar Mal durchgelesen. Aber nichtsdestotrotz. Schreibt ihr mir, wie ihr die Wundertüte findet, was ihr davon haltet. Habt ihr euch auch schon ein oder mehrere geholt? Aber die Chance, dass diese beiden drin, das Kommenblut drin ist, ist sehr hoch. Ihr habt es gesehen, 9-mal war es jetzt. Und jetzt schauen wir, ob das auch 10-mal passt. Dann ist es verdammt hoch. Aber ihr habt es gesehen. 10 neue Wundertüten aufgemacht. 10-mal Schlangenkopf unter Wasser. Und da hätte ich mir wirklich gedacht, dass der nicht so oft dabei ist. Also, ich sage ja mal so schön, Entschuldigungswundertüte. Aber in dem Fall weniger wegen dem Preis. Bin ich offen und ehrlich. Aber ich bin echt gespannt auf eure Meinung, eure Kommentare. Wie ihr die Wundertüten findet, was ihr davon haltet, ob ihr euch schon mehrere davon gegönnt habt. Schreibt mir alles in die Kommentare, auf jeden Fall. Und ihr habt es gesehen, wenn ihr Schlangenkopf noch braucht
oder den in Jahrgang, die braucht wohl keiner mehr. Zu viele Wundertüten schon drin. Aber wenn ihr den noch haben wollt und 6 Euro dafür ausgeben wollt, weil wie gesagt, einzeln kriegt ihr die auch im Internet zwischen 3 und 5 Euro, auf dem Flohmarkt auch so 3 bis 5 Euro, dann passt das schon, glaube ich, eher. Aber hier habt ihr noch 2 limitierte Karten bei, die ihr wieder verkaufen könnt, eine zweite Figur, die ihr verkaufen könnt. Also ist im Moment die Wundertüte so gesehen auch ein bisschen billiger wie einzeln kaufen. Das ist so. Aber nichtsdestotrotz jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall noch. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung und ich sage wie immer, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.